Nach einer langen Reise kommt Jawola, die Mutter von Zenda, wieder nach Hause. Sie erwartete, dass ihre Tochter Zenda zu einer großen Hexe herangewachsen sei. Aber sie wurde bitter enttäuscht. Jawola benutzte ihre Zauberkraft, um Prinz Alex in eine willenlose Puppe zu verwandeln. Zenda hatte Mitleid mit der Prinzessin und brachte sie zu Prinz Frank. Der bemerkte, dass Prinz Alex das Mädchen war, in das er sich verliebt hatte. Er schwor, sie ewig zu beschützen. Beide flüchteten aus dem Schloss. Jawola war sehr böse und verzauberte das Wasser des Flusses. Jeder, der davon trank, wurde sofort zu Stein. Prinz Frank kämpfte fest entschlossen gegen den Teufel und Jawola. Aber er verlor gegen sie. Prinzessin, nein! Prinz Frank, ich fühle mich so schlecht, weil ich dir nicht helfen konnte. Bitte sei nicht so traurig. Oh! Sag mal, Kätzchen, du kannst ja sprechen. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Du weißt, warum ich traurig und unglücklich bin. Ja, ich weiß. Oh Gott, wenn ich doch nur wüsste, wer mir helfen könnte. Prinzessin! Meine geliebte Prinzessin! Gib mir meine geliebte Prinzessin, du gemeiner Teufel! Bitte, Prinz Frank, gib nicht auf! Kommt raus und zeigt euch! Prinz Frank, ich weiß, wo die Prinzessin ist! Was sagst du da? Du weißt es? Bitte sag's mir! Sag es mir! Warte mal! Ah, was mache ich bloß? Meine Eltern haben die Prinzessin bestimmt mit nach Hause genommen. Wenn ich jetzt Prinz Frank sage, wo die Prinzessin ist, bekomme ich bestimmt einen Riesenärger. Aber das ist mir egal. Ich will nur nicht, dass sie Prinz Frank wehtun. Der Prinz ist einer der nettesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Nun, hast du dich entschieden? Oh, bitte sag mir, wo ich die Prinzessin finden kann. Wir müssen nach Norden reiten. Ich weiß nicht mehr weiter. Mir muss etwas einfallen. Oh, Frank, wo bist du nur? Ich brauche deine Hilfe. Mir um Zenda solche Sorgen. Wo steckt sie nur? Wenn du in die Kristallkugel siehst, wirst du es wissen. Ach, du Dummkopf, das weiß ich selbst. Es ist alles nur deine Schuld. Hättest du unserer kleinen Zenda nicht alles durchgehen lassen, wäre sie jetzt eine großartige böse Hexe. Aber dir war das ja egal. Schrei doch nicht immer so, Diavola. Zenda sagte mir auch, dass es ihr nicht gefällt, wenn du uns so anschreist. Ich schreie, solange es mir passt. Ist das klar? Die Kristallkugel ist nicht sauber. Sie ist verschmutzt. Oh! Ich möchte, dass sie immer sauber ist, also putze sie. Ach, als ich das letzte Mal die Kristallkugel geputzt habe, ist etwas sehr Gutes passiert. Sei ruhig, ich will, dass du die Kugel anständig putzt. Frank weiß bestimmt nicht, wo ich bin. Vielleicht bringt Zenda ihn hierher, aber das wäre gefährlich für ihn. Er weiß nicht, was ihn hier erwartet. Ich muss irgendwie hier raus. Mir kommt es so vor, als würden wir im Kreis reiten. Weißt du denn wirklich, wo die Prinzessin ist? Ja, ich weiß es. Und warum reiten wir dann im Kreis? Sie ist dort im Haus. Du meinst, man hat die Prinzessin in dem Haus eingesperrt? Prinzessin! Wo bist du, Prinzessin? Ich bin's, Prinz Frank! Wahrscheinlich ist sie gefesselt und geknebelt. Bitte,
Bitte verzeih mir, Frank. Sie ist in keinem der Zimmer. Die Katze hat mich also angelogen. Ich habe dich nicht angelogen. Ich wollte dir nur Schmerz und Leid ersparen. Es tut mir leid, aber ich weiß selbst nicht, was ich machen soll. Wo bist du? Du arbeitest für sie, stimmt's? Oh nein, ich will dir helfen. Gib es zu, du gemeine Katze. Der Teufel und seine Frau sind in der Nähe. Jetzt weiß ich, was ich mache. Jezebel! Also gut, kommt schon raus und kämpft mit mir. Frank! Frank! Ich hatte Glück, ich konnte entkommen. Aber jetzt sind wir wieder zusammen. Was mache ich denn nur? Ich darf ihn nicht belügen. Was ist los mit dir? Du siehst so traurig aus. Aber Prinzessin, lauf nicht weg. Magst du mich denn nicht mehr? Entschuldige bitte. Verzeih mir, es tut mir so leid, aber ich bin nicht die Prinzessin. Oh. Ich bin... Oh. Entschuldige, aber ich bin Zender, die Tochter des Teufels. Wenn das alles stimmt, warum hast du dann all das getan? Weil du wegen der Prinzessin so traurig warst und ich wollte dich auf andere Gedanken bringen. Es tut mir alles so leid. Es tut dir alles leid? Wie soll ich dir verzeihen? Du hast mich die ganze Zeit angelogen und das beweist, dass du genauso wie deine Familie denkst. Warum bin ich nur die Tochter des Teufels? Endlich bin ich mit dem Putzen fertig. Sieh nur, wie sie jetzt glänzt! Die Prinzessin ist entflohen. Oh, das ist unmöglich. Oh, du hast recht, sie ist entflohen. Das ist alles nur deine Schuld. Ich glaube, ich schaff's. Es tut mir leid, du kannst uns nicht entkommen und uns noch weiteren Ärger machen. Ja! Ich bin nicht so dumm wie mein Mann. Mit mir kannst du nicht so umspringen. Jezebel! Da kommst du nicht raus. Nein, lass mich runter. Du sollst mich runterlassen. Oh nein! Jetzt muss ich die Kristallkugel noch mal putzen. Zender, bitte weine nicht. Ich glaube, dass du mir helfen wolltest, also weine nicht mehr. Du hast bestimmt alles versucht, um mich auf andere Gedanken zu bringen. Prinz Frank, es gibt wahrscheinlich nur eine Möglichkeit, sie zu retten. Oh, und die wäre? Meine Eltern halten sie bei uns im Höhlenschloss fest, um sie unter Kontrolle zu haben. Dann lass sie uns befreien. Warte, egal wie stark du bist, du kannst meine Eltern nicht besiegen, aber... Aber was? Ich könnte ja vielleicht meine Eltern blind machen. Aha, Zender, wie stellst du dir das vor? Sie werden nur kurz nichts sehen. Es gibt einen Zauberbaum. Wenn man den Saft des Baumes trinkt, wird man für eine kurze Zeit blind. Was ist los? Jezebel! Warum hast du dich wieder in eine Katze verwandelt? Meine Eltern können mich durch die Kristallkugel beobachten. Deshalb habe ich eine falsche Zender gezaubert. Jetzt lasse ich sie durch den Wald gehen, um meine Eltern zu täuschen. Oh. Oh. Oh.
ist Zender? Diavola, ich habe Zender gefunden! Oh. Sie haben Zender. Oh je, das ist sehr schlecht für mich. Zender geht im Wald der hohlen Berge spazieren. Verliere keine Zeit, fliege dorthin und bringe sie zurück. In Ordnung. Beeil dich, beeil dich. Ich bin doch schon unterwegs. Und komm mir ja nicht ohne sie zurück. Oh. Ich darf mich nicht aufregen, das schadet meiner Schönheit. Oh, hallo kleiner Vogel, wie geht es dir denn heute? Zender, was machst du hier? Deine Mutter ist sehr, sehr, sehr böse auf dich. Oh! Zender, mein Kleines, was soll dieser Unsinn? Zender! Hör mit den Spielchen auf und komm sofort zurück! Ah, das muss der Zauberbaum sein. Meine Mutter sagte mir einmal, dass derjenige, der ihn berührt, alles Böse in sich vereint. Aber wir haben keine andere Möglichkeit. Prinz Frank, du bleibst hier. Ich gehe allein. Oh. Abracadabra. Zurück, schnell! Mir ist egal, was passiert. Zender, komm zurück! Komm zurück! Jetzt können wir die Prinzessin befreien. Los, komm, lass uns schnell verschwinden. Ich kann nicht mehr. Was ist mit dir los, Zender? Komm mir nicht zu nahe. Der böse Zauber des Baumes hat mich in der Gewalt. Was? Du wusstest, dass der Zauberbaum dich in seinen Bann zieht? Mach dir keine Sorgen, wir müssen uns beeilen. Wenn dich meine Eltern finden, kannst du die Prinzessin nicht mehr retten. Folge mir, aber komm mir nicht zu nah. Also, Prinz Frank, wir machen es, wie wir besprochen haben. Warte auf mein Zeichen. Ach, ich möchte wissen, wo meine Tochter sich wieder rumtreibt. Sie macht einem nur Ärger. Da ist ja meine Zender. Wo warst du denn wieder? Oh. Diavola, unsere Zender ist wieder zurück. Oh, das freut mich sehr, dass sie wieder da ist. Oh, Zender, ist dir nicht klar, welche Sorgen wir uns um dich gemacht haben? Sei nicht so streng mit ihr, meine Liebe. Ich glaube, Zender ist krank. Krank oder nicht krank, das ist mir egal. Ich werde die Operation an beiden durchführen. Vielleicht sollten wir bis morgen warten. Nein, red doch keinen Unsinn. Bereite jetzt alles für die Operation vor. In Ordnung. So, und jetzt bring die Prinzessin her. Sehr gerne. Prinzessin.
Ich kann ihr erst helfen, wenn mir Zender das Zeichen gibt. Nach diesem Eingriff wirst du dich besser fühlen und eine hervorragende Hexe sein. Ich hoffe, dass ich dann so gut wie Mutter sein werde. Kleines, hast du Fieber? Nein. Du brauchst auch keine Angst zu haben. Ich bin sicher, dass dieser kleine Eingriff dich zu einer wunderbaren Hexe machen wird. Oh, ich kann es kaum erwarten. Warum stoßen wir nicht alle darauf an? Hm? Oh ja. Wir beginnen. Mama und Papa, wir müssen darauf anstoßen. Sei ruhig, ich muss mich konzentrieren. Gisabelle, ich erwarte, dass du mir hilfst. Mama, wir haben etwas zu feiern. Ich werde eine wunderbare Hexe. Darauf muss man doch anstoßen. Natürlich, mein Schatz. Stoßen wir auf deine Zukunft an das Glas, Lucifer. Auf unsere Zender. Ich glaube, ich werde blind. Oh. Prinz Frank. Prinz Frank ist hier? Wo ist er? Ich habe keine Ahnung. Was machst du denn wieder, Zender? Prinz Frank. Das ist das Zeichen. Ich komme, Zender. Prinz Frank, beeile dich! Was geht hier eigentlich vor? Will Prinz Frank die Prinzessin wieder zurück ins Schloss bringen? Was sollen diese dummen Fragen? Prinzessin, wach auf! Oh, du musst dich beeilen. Schnell bring sie weg, Zender. Ich bin dir so dankbar. Du hast mein Leben gerettet. Zender, wie konntest du deine Eltern nur so hintergehen? Es tut mir leid, der böse Zauber hat mich in seinen Bann gezogen. Was? Ich fühle mich schwach und müde. Wir nehmen dich mit. Du bist krank. Wir wollen nicht, dass du Schwierigkeiten bekommst. Ich glaube, ihr seid alle verrückt geworden. Ihr könnt sie doch nicht einfach mitnehmen. Prinzessin, schnell, wir müssen uns beeilen. Kommt sofort zurück. Ihr könnt mir nicht entfliehen. Verdammt, ich kann immer noch nicht sehen. Diavolo, was tust du denn? Prinzessin, wir haben nur eine Chance. Wir müssen durchs Feuer. Dämonen, geht mir besser aus dem Weg, sonst spieße ich euch auf mein Schwert. Zender, du darfst nicht sterben. Lieber Gott, bitte tu alles, damit die kleine Zender wieder gesund wird. Wir wissen, dass es die Tochter des Teufels ist. Bitte beschütze sie trotzdem. Der liebe Gott hat unsere Gebete erhört und dich gerettet. Bist du sicher? Ja, ich bin in einer Kirche, aber ich bin doch die Tochter des Teufels. Wie kann es sein, dass ich in einer Kirche überlebe? Du hast es geschafft. Ich bin froh, dass der liebe Gott dir geholfen hat. Ich bin sicher, dass du dich jetzt besser fühlst. Ja, Zender, du bist ein braves Mädchen und hast ein gütiges Herz. Das ist richtig und das war bestimmt einer der Gründe, weshalb dich der liebe Gott gerettet hat. Ich verstehe es trotzdem nicht, dass ich an diesem Ort überlebt habe. Du hattest einen Schutzengel. Zender! Das ist mein Vater, der mich ruft. Zender, wo bist du? Zender! Mama bat dem bösen Geist der Ewigkeit, dir zu vergeben. Du bekommst also keine Strafe. Bitte komm zurück. Ich werde dich auch nie mehr anschreien, mein Kleines. Zender, komm doch zurück! Meine Eltern machen sich große Sorgen um mich. Pass auf dich auf.
Sei vorsichtig, Zender. Jezebel! Auf Wiedersehen!